Herzlich willkommen in der Besprechbar. Wir sind ein Politikmagazin für junge Menschen und reden über Themen, die uns wichtig sind. Der Schwerpunkt der heutigen Sendung ist Mobilität. Die meisten Menschen fliegen mit dem Flugzeug in den Urlaub. Es ist meist günstig und bringt uns rasch von A nach B. Es ist jedoch auch das umweltschädlichste Verkehrsmittel. Fliegen verursacht auf dem Personenkilometer mehr als 30 Mal so viele CO2-Emissionen wie die Bahn in Österreich. Wie kann es also sein, dass Flugreisen so billig sind? Einen Flug von Wien nach Paris bekommt man bereits um 25 Euro. Die gleiche Strecke mit der Bahn kostet mindestens viermal so viel. Wie das sein kann, erklärt Michael Schwendinger von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Das eine sind Subventionen, das andere sind Lohndumping, niedrige Arbeitsstandards. Da gibt es ja auch immer wieder Streiks, gerade bei den Billigfluglinien. Und das dritte sind nicht internalisierte externe Kosten. Das heißt, das, was der Flugverkehr eigentlich an Kosten für die Gesamtgesellschaft verursacht, ist nicht in den Preisen abgebildet. Damit sind externe Kosten wie Lärm oder Luftverschmutzung gemeint. Weitere Erleichterungen sind, dass es auf Flugtickets keine Mehrwertsteuer gibt und dass für den Treibstoff keine Steuer bezahlt werden muss. Die Bahn hingegen muss für den Strom Energiesteuer bezahlen. Warum wird das Fliegen so gefördert? Es geht zurück auf das sogenannte Chicagoer Abkommen aus dem Jahr 1944. Damals war die Idee, dass man das junge Verkehrsmittel Flugverkehr unterstützen muss, fördern muss, einen Start sozusagen erleichtern muss. Das ist natürlich heute nicht mehr notwendig. Gemacht wird es trotzdem noch. Aber nicht nur der teure Preis macht internationale Bahnreisen unattraktiv. Das Buchen sei noch viel zu kompliziert. Von der Kundensicht sozusagen braucht es einfach so eine einfache Plattform, wo man internationale Bahnreisen einfach buchen kann, wo man Preise vergleichen kann, wo man sich dann auch sicher ist, dass man das beste Angebot sozusagen ausgewählt hat. Und von der anderen Seite, von der politischen Seite her, braucht es mehr Harmonisierung. Es kann nicht sein, dass die Bahnunternehmen in der EU nach wie vor unterschiedliche Standards haben und nicht gut miteinander kooperieren, sodass diese Plattformen schlicht und ergreifend nicht möglich sind. Der internationale Bahnverkehr müsse unbedingt attraktiver werden, sonst gehe sich die Klimaneutralität bis 2040 einfach nicht aus. Denn auch dieser Zug fährt irgendwann einmal ab. Wie wir uns fortbewegen, können wir aber selbst entscheiden. Klassisch mit Auto und Flugzeug oder nachhaltig mit Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Motiv- und Mobilitätsforscher Michael Praschl erklärt uns, was nachhaltige Mobilität tatsächlich bedeutet. Also nachhaltige Mobilität, im Prinzip sollte eben Mobilität keine negativen Konsequenzen erzeugen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Schadstoffausstoß. Der sollte möglichst null sein, CO2 sollte möglichst nicht ausgeschieden werden. Und angehen muss man es an sich nicht nur jetzt mit irgendeiner Technologie zu ändern und verbessern, sondern erst geht es einmal, wo kann ich Verkehr vermeiden? Das ist einmal der erste Punkt, welche Wege sind notwendig. Dann, wenn ich ihn nicht vermeiden kann, wohin kann ich ihn verlagern? Also von eher nicht nachhaltigen auf nachhaltigere, also typisch, was ich vom Auto auf öffentlichen Verkehr. Das nächste Schritt, wenn ich es nicht verlagern kann, ist dann verbessern. Das heißt, dass ich die Technologien, die Autos, die ich jetzt verwende oder die Fahrzeuge, Flugzeuge, so verbessert, dass sie weniger CO2 produzieren. Wenn Sie sich den Mobilitätssektor ansehen, wie steht Österreich da im internationalen Vergleich da? Ja, gerade am Mobilitätssektor schaut Österreich eher schlecht. Also in EU ist es eher unterdurchschnittlich. Wir sind da ziemlich am Ende in der CO2, also wir haben sehr wenig CO2 eingespart im Verkehr, beziehungsweise ist er sogar angestiegen. Ziel des Green Deals ist es, bis 2035 55% der CO2-Emissionen durch PKWs zu verhindern. Ist das möglich? Also möglich wäre es, glauben du es an sich nicht, vor allem bis 2035 die Ziele. Wir haben ja bis 2013 schon sehr ambitionierte Ziele gehabt, die ja in keinster Weise erfüllt wurden. Oft werden die Elektroautos als das Allheilmittel bezeichnet. Sehen Sie die als langfristige Lösung? Ja, also das Elektroauto im Sinn, dass man die jetzigen Verbrennerautos durch Elektroautos ersetzt, in gleicher Größe zum Beispiel, ist sicher keine Lösung. Also ich sehe eigentlich die Lösung in Zukunft in
Elektro-Kleinfahrzeugen. Also das sind so Fahrzeuge um die 600 Kilo, wo auch bis maximal zwei Personen drin sitzen. Da ist nur die Zeit überhaupt noch nicht reif, weil sich jeder im Straßenverkehr dann als der kleine Unterlegene fühlt. Also obwohl es eigentlich für 95% der Fahrten würden so kleine Fahrzeuge ausreichen. Ich möchte noch über die autofreie Innenstadt und über die 100 km/h auf der Autobahn reden. Was ist Ihre Meinung? Also vor allem die 100 km/h oder 110 km/h wäre was, was mir auch noch recht wäre, würde schon einige Sofortenergieeinsparung bringen, Sicherheit erhöhen und auch vielleicht ein Umdenken im Verkehr. Ich kann eben eher mit mir kleinere Fahrzeuge kaufen, Mobilität wäre wieder leistbarer. Und autofreie Innenstadt wird eine bessere Lebensqualität in der Stadt, mehr Grün, mehr Ruhe und daher auch weniger Notwendigkeit, am Wochenende unbedingt wo rauszufahren. Graz tritt in die Pedale. Bis 2030 investiert das Land Steiermark gemeinsam mit der Stadt Graz 100 Millionen Euro in den Ausbau des Radnetzes. Wenn Annabelle von ihrer Wohnung zur Uni will, muss sie über die stark befahrene Annenstraße fahren. Sie teilt sich die Strecke mit Autos und Straßenbahnen. Einen sicheren Radweg gibt es nicht. Die Stadt Graz und das Land Steiermark starten jetzt das Projekt Radverkehrsoffensive 2030. Vizebürgermeisterin Judith Schwendner von den Grünen sieht darin eine Chance, die Stadt nachhaltig umzugestalten. Wir sehen es da, dass es darum geht, dass die Fußgängerinnen mehr Platz bekommen dadurch, die Radfahrerinnen, aber auch Platz für Grünraum ist, für Bäume im Speziellen. Die geplanten Maßnahmen sollen die Verkehrswende in Graz einleiten. Wolfgang Feigl, Abteilungsleiter für Verkehrsplanung, war an der Erstellung des Masterplans beteiligt. Wir wollen von diesen 20% derzeit Radverkehrsanteil auf bis zu 30% Radverkehrsanteil kommen. Dafür setzen wir auch derzeit mehr Mittel ein als Radhauptstädte wie Kopenhagen oder Amsterdam. Pro Kopf werden 33 Euro investiert. Dieses Budget wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Die Kritik von Seiten der Autofahrer versteht die Vizebürgermeisterin nicht. Na, es sind maximal die dagegen, die noch immer dem Auto in der Stadt nachhängen. Und das Auto in der Stadt hat keine Zukunft. Wir brauchen weniger Autos und mehr Menschen, die zu Fuß und mit dem Fahrrad sich durch die Stadt bewegen. Für die Grazerinnen und Grazer bedeutet das in den kommenden Jahren Baustellen und Umwege. 2030 wird Annabelle dann aber hoffentlich von zu Hause bis zur Uni durchgehend am Radweg fahren können. In unserer Rubrik Wie bitte erklären wir Themen und Begriffe aus der Politik. Heute geht es um den U-Ausschuss. Wie bitte? Was ist denn eigentlich ein U-Ausschuss und was kann er bewirken? Das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. U-Ausschuss steht für Untersuchungsausschuss. Seine Funktion steckt schon im Namen. Er untersucht Tätigkeiten der Regierung und soll staatliche Missstände aufklären. Das bedeutet, er ist wirklich nur für politische Angelegenheiten zuständig. Eine Bedingung muss allerdings sein, dass es um abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit geht und der U-Ausschuss soll die Wahrheit darüber aufdecken. Ein Antrag für einen U-Ausschuss kann von 5 Abgeordneten gestellt werden und es reicht die Zustimmung von nur einem Viertel der Abgeordneten, um ihn tatsächlich einzusetzen. Er ist also ein sogenanntes Minderheitsrecht. Im U-Ausschuss selber sitzen Abgeordnete sowie der Nationalratspräsident. Außerdem gibt es Richter als Kontrollorgane, damit Regeln, Protokolle und Funktionen eingehalten werden. Der U-Ausschuss selber kann jedoch niemanden strafrechtlich verurteilen. Wie lange ein U-Ausschuss dauert, kommt auf die Zeugenaussagen und auf die Anzahl und Bearbeitung der Beweise an. Generell endet er mit einem Abschlussbericht nach maximal 14 Monaten. Auf Verlangen kann er jedoch zweimal zu je 3 Monaten verlängert werden. Wenn der Nationalrat aufgelöst wird, muss ein Untersuchungsausschuss beendet werden. Seit 1945 gab es 27 Untersuchungsausschüsse. In der vergangenen Regierungszeit von 2017 bis 2019 gab es 2. Einmal den BVT-U-Ausschuss und den dritten Eurofighter-U-Ausschuss. Die bekanntesten abgeschlossenen Untersuchungsausschüsse in Österreich sind der Hypo-U-Ausschuss von 2015 und der Ibiza-U-Ausschuss 2020. Momentan läuft der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Wir schließen unsere Sendung mit einem Lokalbeitrag ab. Dazu blicken wir heute nach Ilmitz. Wir haben dort nämlich auch etwas untersucht, wenn auch nicht in meinem U-Ausschuss, und zwar die Situation am Neusiedlersee.
Das Gewässer hat unter dem trockenen Sommer gelitten und damit auch die Bewohnerinnen und Bewohner in der Region. Ich bin hier am Neusiedlersee. Genauer gesagt stehe ich im Neusiedlersee, doch meine Füße sind trocken. In den vergangenen Monaten gingen Schlagzeilen durch ganz Österreich, in denen der See als ausgetrocknet bezeichnet wurde. Wie wir sehen, stimmt das nicht ganz, doch wir haben uns umgehört, wie schlimm es denn wirklich ist. Leere Parkplätze und leere Liegewiesen sind zwar für Ende Oktober nichts Ungewöhnliches, doch trotzdem sinnbildlich für die Situation am See. Die Trockenheit hat dem Neusiedlersee zugesetzt und die Konsequenzen sind auch in Ilmitz spürbar, erklärt uns der Bürgermeister der Marktgemeinde, Maximilian Köllner. Wenn man ins Wasser reingeht, früher ist man vielleicht bis zur Brusthöhe im Wasser gestanden, jetzt ist vielleicht ein bisschen drunter, das merkt man natürlich, oder auch die Tretboote wurden früher genutzt. Das ist jetzt zurzeit nicht möglich. Auch die Segelbootsanleger hatten vereinzelt Probleme, rauszukommen aus dem Hafen. Das sind so die klassischen Merkmale gewesen jetzt in diesem Sommer. Nun werden verschiedene Maßnahmen zur Rettung des Sees geprüft. Neben Schilfmanagement möchte man auch Wasser vom ungarischen Teil der Donau zufließen lassen. Doch das wird von WWF kritisiert. Aktuell wird auch Schlamm vom Seeufer abgepumpt, um damit die Schiffsfahrt am Leben erhalten zu können. Die Ursachen für die Probleme am See sind für Josef Eitzinger, Agrarmeteorologe an der Universität für Bodenkultur Wien, klar. Ja, im Prinzip ist es der Klimawandel. In dem sich die Temperaturen erhöhen, steigt die Verdunstungsrate an. Andererseits haben wir saisonal oft jetzt längere Perioden mit weniger Niederschlag. Und das kombiniert führt dazu, dass die Wasserspiegel Schwankungen zunehmen, auch in Richtung Niedrigwasserstände. Die Menschen in Ilmitz hoffen nun auf einen niederschlagsreichen Winter. Denn die Situation ist zwar angespannt, doch es gibt noch Hoffnung für den Neusiedlersee. Das war schon wieder mit unserer Sendung. Wir haben viele Themen besprochen und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dann sprechen wir über Gesundheitspolitik. Danke und auf Wiederschauen.